So, schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Kurzer Rückblick auf die amerikanische Wall Street. Sie sehen es, war gestern kein besonders schöner Tag, dürfte sich heute vielleicht sogar fortsetzen. Am Nachmittag ist ja der Arbeitsmarktbericht oder steht der Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Aber das Problem momentan ist, dass Donald Trump jetzt alle Zeit, nachdem er sein neues NAFTA-Abkommen letztendlich eingetütet hat, ist ja noch nicht ganz so weit, aber so mehr oder weniger, hat er natürlich alle Zeit, sich mit voller Kraft und Energie auf die China-Frage und den Handel mit China zu konzentrieren. Und das ist das, was den Anlegern momentan nicht so gut gefällt. Es kommen noch einige andere Faktoren mit dazu, aber im Großen und Ganzen, das, was Sie hier sehen, das sind auf der einen Seite die gestiegenen Renditen am Anleihemarkt und auf der anderen Seite die China-Problematik. So, jetzt schauen wir uns heute Morgen mal Asien an. Festland China, weiter Feiertag, finde ich sehr charmant, eine ganze Woche einfach mal die Börsen zugemacht, könnte man für Deutschland auch mal übernehmen, das System, aber sei es drum. Shanghai momentan eher positiv, aber in Tokio ebenfalls negativ. Also gemischte Vorgaben. Ich hatte Ihnen gestern ja bereits gesagt, also heute Morgen gibt es natürlich dann auch einen Wert, der in Asien weit raussticht. Genau, das ist Lenovo. Lenovo kennen Sie, großer PC-Hersteller. Viele von uns haben Lenovo Notebooks oder auch Desktop-Rechner. Auf jeden Fall, da geht es krachend nach unten. Und das ist nur ein Tageschart, also nur ganz kurzer Ausriss. Aber teilweise war es deutlich heftiger als diese -12%. Ich glaube, in der Spitze ging es um 20% nach unten. Was ist passiert? Ich hatte Ihnen gestern von dem Vorwurf erzählt oder von einem Artikel auf Bloomberg erzählt, da hatten die Autoren geschrieben, dass es offensichtlich zur Industriespionage gekommen ist. Wie soll das Ganze funktioniert haben? Nun, chinesische Zulieferer hätten bei der Endmontage von Hardware unter anderem für Apple und auch für Amazon Chips eingesetzt, die dann dazu taugten, um sensible Daten bei den US-Konzernen abzugreifen und dann, ja, wie auch immer oder wo auch immer, hinzuversenden. Alle Beteiligten haben das dementiert. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich das bei Bloomberg vermutlich nicht aus den Fingern gesaugt hat. Also Sie dürfen davon ausgehen, dass das ordentlich recherchiert wurde. Und Lenovo ist also offensichtlich eines der Unternehmen, das jetzt von den Anlegern ausgemacht wurde, als möglicherweise Leidtragender, wenn es darum geht. Donald Trump ist ohnehin der Meinung, dass sie von China ausspioniert werden. Also sollte es hier zu Beschränkungen kommen oder sollte man hier den Ton weiter verschärfen, dann könnte Lenovo einer der Leidtragenden sein. Nicht alleinig, aber auf jeden Fall einer der Leidtragenden. Und der Konzern wird offensichtlich jetzt so ein bisschen in dieses, ja, wie soll man sagen, Spygate mit reingezogen. Das aber nur für Sie Hintergrundwissen. Jetzt kommen wir weiter. Genau. Ich hatte gerade gesagt, die Renditen weiter auf hohem Niveau. 3,2% liegen wir hier etwa für die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Das heißt, wir haben Alternativen zum Aktienmarkt, habe ich ja schon häufiger erklärt. Es geht immer darum, gibt es eine Alternative, wo das Kapital gute Renditen oder sichere Renditen erzielen kann, dann strömt das Kapital tendenziell auch in diese Richtung. Und das ist das, was wir momentan sehen und das ist das, was die Anleger befürchten. Und deshalb geht es momentan auch am Markt insgesamt ein bisschen schwächer zur Sache. Sollte man also ebenfalls mit im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite, ja, wenn das Zinsumfeld sich erhöht, beispielsweise in den USA, ist das natürlich gar nicht so schlecht für Banktitel, aber auch für Versicherer. Nasdaq 100 gestern so viel verloren. Ich glaube, es ging um 1,4% nach unten, 1,5% nach unten im Nasdaq 100 gezogen, unter anderem auch von einer Amazon. Der größte Tagesverlust seit Monaten, aber sei es drum, wir sind natürlich auch sehr gut nach oben gelaufen. Also selbst wenn es sich jetzt mal ein bisschen nach unten entlädt, wäre das kein großes Problem. Die 200-Tage-Linie irgendwo im Bereich 7000 Punkte, das sind von jetzt an gerechnet nochmal gut 5,5-6%, die es da nach unten gehen könnte, bevor wir uns hier wirklich ernsthaft Gedanken machen müssten. Natürlich wünscht sich das niemand. Auf der anderen Seite, die Kurse sind hoch, wäre ja mal schön, wenn man wieder bei dem einen oder anderen Wert attraktive Einstiegsgelegenheiten sehen würde. Apropos attraktive Einstiegsgelegenheit. So,
Immer wenn bei Tesla die Anleger denken, jetzt wird es mal wieder ruhiger oder oh, um Gottes Willen, jetzt haben wir doch wieder doch irgendwie die Kurve gekratzt. Nein. Sie wissen, dass Elon Musk sich von dem Vorwurf der Marktmanipulation jetzt seitens der SEC freigekauft hat. Er zahlt 20 Millionen und Tesla zahlt ebenfalls 20 Millionen. Jetzt kam dieser Moment, wo die Investoren dachten, ach, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Nein, Elon Musk hat gestern in 5 Stunden 15 Tweets rausgehauen, in denen er unter anderem die SEC scharf angeht. Also Sie sehen, er hat auch einen neuen Begriff für die SEC gefunden, also eine neue Bezeichnung. Ja, das ist jetzt nicht mehr die Wertpapieraufsicht, sondern Short Seller Enrichment Commission, also die Leerverkäuferbereicherungskommission. Das ist natürlich ein wirklicher Tritt gegens Knie für die Behörde. Und er findet das offensichtlich sehr witzig. Keine Ahnung, was ihn jetzt geritten hat. Vielleicht hatte er einen Whisky, vielleicht hatte er auch einfach nur Marihuana geraucht, wir wissen es alle nicht. Auf jeden Fall hat er gestern richtig mal zugelangt. Und es gibt, Sie sehen das hier, also er hatte ja vor einigen Jahren, war er noch der Meinung, Shortseller gehören zum Markt und sind auch ganz wichtig als regulativ. Jetzt sieht er das ganz anders. Jetzt sagt er, das ist eine Krankheit und es sollte verboten werden. Ja, immer eine Frage des Blickwinkels. Ne? Wenn es dann plötzlich gegen einen selbst geht, sind Shortseller dann die Bösen und Elon Musk, der Kampf, den er da ausficht, seit einigen Monaten schon im eigenen Unternehmen gegen die Shortseller. Das ist ja gut dokumentiert. So. Und Tesla gestern ebenfalls unter Druck. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Also zumal das ja noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also es sind ja alles immer laufende Verhandlungen und alles in der Schwebe. So. Und jetzt setzt er sich gestern hin und haut voll auf die SEC rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man in der Behörde denkt, ach, weißt du was, dann eben nicht. Ja, dann kriegst du jetzt mal eine vor den Kopf. Und das wird sicherlich für Unsicherheit sorgen und das dürfte den Kurs doch belasten. Apropos Belastung, der DAX ja wenig Gutes, die US-Vorgaben schlecht, Asien gemischt. Heute Nachmittag die Arbeitsmarktdaten. Orientieren wir uns mal lieber eher auf der Unterseite, auch wenn ja der Euro zuletzt gesunken ist, wäre eigentlich ganz gut für die Exportwerte. Deutsche Lufthansa, der Wochenverlierer, 5% geht es nach unten, keine große Frage, der Ölpreis steigt. Die Sommersaison ist vorbei, auch wenn es wird ja mal angenommen, dass die Lufthansa unter steigenden Ölpreisen automatisch 1:1 leidet. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil die Lufthansa sich abhedgt gegen steigende Ölpreise. Also das heißt, das wird alles abgefedert, aber es ist natürlich, die Boom-Saison ist vorbei und jetzt wird das Ganze ein bisschen nach unten ausgelagert. Und von daher auch die Zurückhaltung der Anleger verständlich. Die sagen sich, ach naja gut, das was da noch an Gewinnen aus den letzten Wochen übrig ist, sind ja nicht die letzten Monate, sind ja die letzten Wochen, das nehmen wir dann eben auch nochmal mit Vonovia. Steigendes Zinsumfeld, schlecht für Immobilienwerte. Oh, unter die 200-Tage-Linie gelaufen, Verkaufssignal. Und dann haben wir noch Stratec, die haben die Prognosen einkassiert und es geht kräftig nach unten mit der Aktie. Das sehen Sie hier. Ich habe mit einem Kollegen heute Morgen noch gesprochen, der sagte, Finger weg. Das war relativ kurz, er wollte sich auch nicht weiter äußern. Er sagte nur, lass die Finger davon, das hat momentan keinen Sinn. Ah, ThyssenKrupp, genau. Spannende Geschichte mit der Aufspaltung. Ist jetzt so ein bisschen der Dampf wieder raus. Klar, das Marktumfeld spielt auch nicht mit. Rangelaufen an die 200-Tage-Linie. Der Break hat nicht geklappt. Vielleicht jetzt nochmal durchatmen. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und wenn aufgespalten wird, kommen neue Werte zutage. Auch hier habe ich mich mit Kollegen unterhalten, die sich mit dem Thema genau beschäftigen. Und die sagen, sollte es zu einer Aufspaltung kommen, dann wäre die Aktie auf jeden Fall ganz klar zu niedrig bewertet. Und dann hätten wir hier unten Potenzial. Das ist allerdings eine längerfristige Geschichte. Da sind die Anleger vielleicht jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass das noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber er sagt, es wird kommen. Also wenn es kommt, dann ist es auf jeden Fall gut für die Aktie und dann sollte man die auch im Depot haben. So, und jetzt kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimpke. Schönen guten Morgen, dass du so lange ausgehalten hast. Ich weiß, ich habe wieder geredet und geredet und geredet. Es ist manchmal schon wirklich sehr schlimm. Ich verstehe dich überhaupt. Dich vor mich hin. Du verstehst mich? Ja, nee, gerade habe ich dich nicht verstanden, aber jetzt hat die Regie den Knopf gefunden, damit ich dich höre, deine glockenhelle Stimme. Okay. Und dann freuen wir uns ja. Dann freuen wir uns jetzt mal über das, was du zu sagen hast.
Ja, was habe ich zu sagen? Der Dow Jones gestern mit dem größten Tagesverlust seit 2 Monaten unterwegs. Die Sorge vor schnell steigenden Zinsen. Jetzt ist es doch wieder ein Schreckensgespenst. Ja. Eigentlich fand man das ja grundsätzlich erstmal gut, weil dann läuft es ja mit der Konjunktur und so weiter in den USA. Jetzt auf einmal ist es wieder ein Schreckensgespenst. Also hat den Dow Jones gestern verprellt, zwischenzeitlich unter der 26.000-Punkte-Marke. Am Ende hat man sich von den Tagestiefständen aber wieder etwas erholt. Trotzdem 0,8% ging es nach unten. In China ist man weiterhin noch in Feiertagsstimmung. Die haben nicht viel Urlaub, aber die haben wahnsinnig viel Feiertage. Also das steht auf jeden Fall fest. Ich glaube, das gleicht sich aus. Ja, und Nikkei und Hang Seng im negativen Bereich unterwegs. Der Nikkei 0,8% im Minus, Hang Seng 0,2% schwächer. Und der DAX gestern ja hier mit einem volatilen Handelsverlauf. Mehrfach die Vorzeichen gewechselt, am Ende dann doch rote Vorzeichen. Man knüpfte also hier an die Dienstags-Performance an. Und heute wohl ein neutraler Start für den DAX. Ich habe aber das Positive daran gefunden, denn dann kann man sich im Laufe des Handelstages noch entscheiden für die ein oder die andere Richtung. Und vermutlich wird es der große US-Arbeitsmarktbericht sein, der dann vielleicht den ein oder anderen Impuls gibt. Ansonsten bleiben wir einfach so auf dieser Nulllinie und würde bedeuten, auf Wochensicht gesehen eine Performance von plus minus null. Ja, das ist ganz prima. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es in der nächsten Woche irgendeine Richtung gibt. Ist mir dann auch egal, ob runter oder hoch, Hauptsache irgendeine Richtung. Dir vielen Dank für das Wochenende. So, wir sehen uns wieder 14:40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin, tschüss.